Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier. Hof Bergmann, Team Farming Projekt. Ja, und das Förderband streikt schon wieder. Hallo, mit mir, Vloggy. Ja, genau, mit dem Vloggy, der hier schön hier im Bild gerade steht. Und ich versuche hier irgendwie Stroh zu laden. Und das Förderband ist ein bisschen, ja, komisch heute. Ja, Manuel ist ja klar auch dabei. Das müssen wir auch noch. Der Richtigkeit und Vollständigkeit halber muss man das auch noch erwähnen. Und ich drehe gleich ab hier. Ah ja, abladen. Jetzt geht's wieder. Ja, wir müssen abladen. Moment. Ich lade gerade noch was anderes ab. So. Ich will hier das Stroh noch wegbekommen, dass wir das ins Kompostsilo reinhauen. Das riecht. Oh Gott, das ist aber gut geparkt da drin. Gehen die so rein und schmeißt die raus, oder? Ja. Nur um noch mal so knapp zu sagen, es sind noch knapp 73.000 Liter Kompost hier. Für dich. Das ist ein Trigger. Ah, da war der Trigger. Für die Kompostabpacker, die Lust dazu haben, Kompost abzupacken. Wir können auch gerne auf unseren Server kommen. Also, Gackis Discord ist verlinkt. Hä? Was ist genau. Was ist hier? Wir brauchen Leute, die Kompost abpacken. Genau. Wir suchen generell Helfer. Wir sind unterbesetzt. Und für andere Sachen, andere Projekte, Livestreams, ETS, Spaß haben. Ah ja. Gut, das ist egal. Ah, jetzt steht hier so ein komisches Ding. Gleich, ja. Im Weg. Oh. Ich weiß, welchen Mod ich noch brauche. Fällt mir jetzt gerade auf. 12 von 12 Kartons voll. Ja. Wir brauchen die Lenkachse sperren. Ja, das ist echt. Oh. Ja, ich merke das gerade mit dem Ladewagen wieder rückwärts fahren. Ist nicht so einfach. Da hier unser Lieferwagen. Oh. Wir müssen hier reinfahren. Wir brauchen und den. Und Feierabend. Wir sind hier in der Landwirtschaft, da gibt's keinen Feierabend. Das ist ein Wort, ehrlich gesagt. Ey, was ist denn drin? Zu spät. Ah ja, es wird weniger hier. Komm mal her, komm, wir probieren's mal. Probieren's mal. Ja. Ich stell mich da in die Mitte und dann machst du zu. Ah ja, richtig, ja, so. Oh, wow. Also ich muss mich in die Mitte reinstellen. Ja, das ist zwischen Ding ist und. Ja, ja, richtig, ja. Genau. Oh. Oh, Chefe kommt. Chefe! Chefe! Wer hat denn einen Wildunfall? Ein Wildunfall! Warte. Ah, schick so und jetzt kannst ich du mal zumachen. Ich krieg die Tür nicht zu, ich bin hier eingesperrt. Ich krieg die Tür nicht zu. Geh mal raus! Ich geh arbeiten. Ja. Reicht auch wieder. Der Sprinter war teuer. Ich bin geflogen. Was können wir tun? So, ich weiß nicht. Gibt's noch was weiß zu tun? Ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, Kompost? Nee. Irgendjemand könnte dem Förderband noch mal einen Schubs geben oder irgendwie ankuppeln und mal wegziehen, weil das hängt noch so ein bisschen hier auf dem Strohhaufen. Mal lädt es ein bisschen, mal nicht. Das ist schlecht. So kommt man da nicht voran. Das ist schlecht. Ich komme auf den Hof, Gacki Logistik. Oh, ja. Okay, ja, ich glaube, das wird ein besseres Thumbnail. Einfach ein Stück zurückschieben oder vor oder irgendwie raus hier auf jeden Fall aus dem Haufen. Okay, raus aus dem Haufen da. Zum Glück hatte ich eben genau in die richtige Richtung geguckt, als du da über den Strohhaufen geflogen bist. Ja, warte mal, lass mal so. Ich muss mal das bisschen einfahren. Nein, du machst das nicht, Gacki. Ich stehe an der Klippe.
ich muss ja hier das geht eine Runde baden, weitermachen. Du musst dich nur zu helfen wissen. Das ist kein Mist, das ist Stroh. Das ist, gibt gutes wenn, Geld, also bitte. Post, okay. Genau. So, brauchst du noch den Sprinter oder kann ich dir wegstellen? Ja, ich weiß nicht, ob der sich dann nochmal festfährt, das Förderband. Jetzt zur Not haben wir doch noch einen Trecker da, oder? Ach, irgendwas muss dann eventuell. Jackie, komm doch her. Ah, ich bin da fast voll. Ich will abladen. Kannst aber gucken, ob du das Förderband da rausbekommst aus dem Haufen. Ja, warte, ich helfe Manuel oder wen auch immer. Hä, was habt ihr denn? Jackie Logistik. Ja, au. So. So, dann machen wir den noch leer. Manuel hat es. Belad mich. Nein, belad dich gleich, ja? Da ist ein ganzes Ding voll mit Mist. Den Koffer oben aufschneiden. Was, haben wir schon fertiges Kompost hier, wird da? Ja, habe ich doch gesagt. Das ist noch von Anno dazu mal. Müssen wir Kompost schaufeln, Vloggy? Also, wie gesagt, ich hatte es ja neulich, als ich die Woche alleine war, den Kompost als Schüttgut verkauft, weil ich keine Lust hatte, noch mehr Big Packs alleine zu packen. Bringt zwar nicht ganz so viel Geld, aber geht schneller. Was, soll ich abpacken? Ja, das ist das, wenn ihr, was sollst du? Wenn ihr wollt, also wie gesagt, muss man mal gucken, ob wie Kompost gerade, mit dem kleinen willst du wo es mehr Geld großen, gibt. Also, welchen großen wissen wir? Spaten. Ja gut, als Schüttgut sind 200 Euro Unterschied. Jo. Weil, ja, wenn das 200 Euro Unterschied sind, dann mache ich das nicht. Dann können wir gleich was auf dem Anhänger laden und dann verkaufen. Nee, geht nicht. Haben alle Läden zu. Kacke, können ja schon mal vorbereiten. Aber ihr könnt die Anhänger schon mal beladen. Wir haben ja den schönen Plattformwagen inzwischen. Ja. Und ich nehme den Gator-Anhänger, belad den schon mal, dann machen wir richtige Kolonne. Ein Tipp, wenn du jetzt hier mit dem Radlader das machst, dann nimm doch den Big Pack-Ding hier. Da musst du nicht immer zum Hof rüberfahren. Ah ja. Oder ihr. Ne, wir haben jetzt keinen großen Anhänger mehr frei. Sonst hätte man. Mit der Förderschnecke den Kompost auch aufladen können. Aber wir könnten ja das Saatgut zum Übergang da halt wegmachen. Also irgendwo abladen und da die Förderschnecke, die kann das ja wieder aufladen, wenn wir es brauchen. Oh. Manuel, könnt ihr auch machen. Mal den Anhänger mit den Akkuliner, was das ist. Nee, doch. Lad den mal ab mit Saatgut und dann halt irgendwo. Und dann komm damit hier hin, dann laden wir den auch noch auf. Hier, komm, geh weg, da. Bitte. Ich bin doch noch weg. In den passen nämlich 2000 Liter, oh. Oh. Kurve auszunehmen. Ja. Ja. Ich kann das erklären. Ja, Manuel, Kelle. Ich will den heute wohl noch gerne beladen. Heute hast du mich so. Oh, so. Absolut. Wo soll ich denn das Saatgut hinkippen? Irgendwo, wo man es auch wiederfindet. Hier in den Fahrsilo. Bei der Saatgutproduktion. Mhm. Das ist ganz gut. Und Vloggy, kannst du mal den Haufen hier, wo ich gerade stehe, das ist schon Biomasse, in das rechte Silo reinkippen? Ja, kann ich gerne. Das kriege ich so, glaube ich, nicht geladen. Doch, du kannst damit Kompost laden mit dem Ladewagen, ne? Ja, das ist aber Biomasse. Ich weiß nicht, ob das auch geht. Wo kommt das denn hin?
Jetzt einfach in das rechte Silo rein. So, ihr könnt aber auch jetzt, wollen wir, wenn das jetzt leer ist. Oh. Oh. Ich meine Biomasse. Also. Das wird das Stroh, wenn du es abkippst, wird es zu Biomasse. Und wenn es dann abgedeckt ist, wird es zu Kompost. Ist ja noch komplizierter. Tja. Und das ist ja gleich in diesem Video. So. Oh. Oh, was habe ich da jetzt noch drauf? Den Haufen. Ja, das war zu weit. Nee, bleib mal ein bisschen weg, Manuel. Ich pack das Förderband gleich dahin. Ja, da passen nur 2 Tonnen drauf. Manuel, du das musst war jetzt hier sehr nicht zupacken, aber warte, ich kann ja gut drehen. Ey, lass das. Ja, ich lass das, nimm das, Manuel, das. Ich will dich beladen jetzt. Ich meine das ernst. Nein, ich will doch da. Wo tut der immer hier? Ich komme im Förderband, das ist doch viel einfacher. Mach das doch so. Laden macht doch Spaß. Manuel! Ja gut, dann. Warte doch mal, lass mich doch mal eine Idee mal verwirklichen. Wie kleine Kinder. Nee. So, jetzt kannst du erfüllen. Fährst du einmal mit dem Arsch rum und dann ist gut. Wenn du das so willst, ich hätte das jetzt anders gemacht. Ich hätte mich auch im Silo drehen können. Ei. Du kannst ja auch mit deinem Radlader laden, Manuel. Geht halt ein bisschen schneller, auch wenn bei dir nur 1 Tonne reinpasst. Bei mir 2. So. Ja. Ich helfe beim Abladen. Nein. Oh. Jungs, nicht so. Manuel, ich will hier ernst spielen, Mann. Ja, fährst das mal gegen dich. Ich hasse das. Was ist denn dunkel? Na, diese scheiß Lenkachse. So. Mich da hoch? Boah, gerade so. Ja, du kannst ja zur Not auch noch deinen Master ausfahren. Was hast du denn heute? Heute ist aber. Was hatten wir? Es hat mit Schläuchen und. Ja, ist gut, Mann. Ne? Nein, ich meine, nicht das. Meine Schläuche da. So, dann stelle ich euch den noch hin. Ja, guck, das sind die. Dann machen wir hier auf der Seite auf. So. Boah, dann können wir Licht morgen aus. Mit dem Konvoi fahren. Geil. Also am nächsten Tag hier. Ich morgen kann, ja. Also am nächsten Tag. Spiel. Kannst auch links von mir laden, ne? Du musst nie um mich warten. Nein. Ich muss hier gerade lenken ohne Ende. Ich muss kurbeln. Ah! Ich schaff das. So kann man auch Videoaufnahmen machen. Den Leuten bei der Arbeit zugucken. Ja, das andere Silo sind auch wieder 87.500 Liter. Das ist gut. Au. Denk mir immer so scheiße, ich weiß nicht.
Weiß ich warum? Ja. Sag mal, kann man das nicht mit dem Förderband irgendwie da reinhauen? Ja, kann man, aber so macht das doch mehr Spaß. Ich hatte gesagt, ich stelle das Förderband dahinter, wurde gesagt, nee, so macht das mehr Spaß. Okay. Laune. Irgendwie schon geil. Aber ihr macht das schon. Er ist voll. Hilfe. Er ist voll, Manuel. Manuel. Ja. Er ist voll. Ich glaube, Manuel hat gerade ein anderes Problem. Okay. Den Ladewagen auch noch befüllt? Nee. Okay. Na, wird das noch was? Ja. Na, jetzt komme ich raus. Machst du gleich einen Weg? Ja, okay. So, die Anhänger sind voll. Das ist doch nie und nimmer voll. Oh, dann können die Fahrzeuge, die Radlader auch schon wieder zurück zum Hof. Lass ich dich an, so, jetzt reicht's mir. Also ich fahr schon wieder zurück zum Hof, ne? Oh, Kaki. Der hat der kein... Ach, das gibt's doch nicht. Nur hinterher. Ah, ist das geil. Ja. Flocki. Ich habe mal was zu machen. Ja, ist ja normal so, ne? Ich weiß, da geht noch was rein. Und normalerweise müsste dahinter jetzt noch mal irgendwie ein großer Drehschemel. Den haben wir auch noch. Voll machen. Ich geh mal abkoppeln, abpacken. Voll machen. Ich geh mal abpacken. Willst du dir jetzt echt den Big Packs abpacken? Ja, muss ich ja wohl. Okay. Dann befülle ich nochmal unseren Drehschemel. Wenn das okay ist. Verdammt, können wir richtig was fahren. Können wir richtig was zum Ösen. Au! Komm, komm, komm. Wir können ja auch ein bisschen das als Schüttgut abgeben. Wir müssen ja nicht alles in Big Packs abpacken. Dann lade ich's da ab. Oder hallo? Wie gesagt, ich hatte das letztes Mal ja auch komplett als Schüttgut gemacht, weil das einfach. Wir müssen ja nicht unbedingt. Manuel, gib's jetzt nicht alles Nein, ab. Nein, nur den hinteren, den kleinen. Ja, dann kannst du den kleinen wegen mir abpacken und den anderen lassen. Komm hier nicht raus, ist zu eng. Den Rest lassen wir. Nur nochmal den großen Radlader gleich. Ist zu eng hier. Gacki, ich schieb dich mal ein bisschen auf die Seite, gell? Ja. Schieb mich einfach weg hier. So, das reicht mir. Oh Mann. Das mache ich so, pass auf, bing. Bam. Ja gut, da ist vermutlich das Ding im Weg, deswegen macht er keine Big Bags. Egal. Aber wie es dann hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Für heute ist erst einmal Feierabend, würde ich sagen.
Es wird dunkel hier auch auf der Karte. Passt wieder eine Woche, ein Ingame-Tag. Okay. Ist doch gut gelaufen. So, damit Feierabend für heute. Bis morgen Abend. Tschüss.